Auf meinem Kanal habe ich zwei große Oberthemen. Einmal das Gaming und als zweites mein Privatleben mit besonderem Fokus auf meine Designtätigkeiten. Während der Überlegung und Planung für neue Videoformate habe ich mich dann gefragt, kann ich beides eigentlich verbinden? Und ich bin dann auf die Idee gekommen, ein Format zu machen, in dem ich spekulative Game Designs erstelle. Spekulativ bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass ich Game Designs konzipiere, vorplane, vorvisualisiere und aus finanziellen, zeitlichen, technischen, kompetenten Gründen, was auch immer, diese aber nicht umsetzen kann. Ich denke, im Verlauf dieses ersten Videos werdet ihr schon ein bisschen verstehen, wie genau ich das meine. Und das heißt, ich kann in Theorie einfach ausprobieren für verschiedene Ideen, wie ein Design aussehen könnte, auch wenn es vielleicht technisch gar nicht umsetzbar wäre, selbst wenn ich wüsste, wie man zum Beispiel programmiert. Falls das ein Thema ist, wo man das mit Programmieren umsetzen würde, gibt natürlich auch noch super viele andere Bereiche, aber gerade Game Design funktioniert immer super viel mit Programmieren, deswegen ist es gerade ein ganz passendes Beispiel. So, das Ganze soll unter dem Namen Experimental Game Design stattfinden. Ich denke, das habt ihr schon im Videotitel gesehen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Wenn ja, hatte ich nie die Absicht, jemanden eine Idee zu klauen. Weise mich dann gerne darauf hin, ob und von wem es schon so ein Format gibt. Dann könnte ich da notfalls auch Credits in der Videobeschreibung geben. Nun zu dieser ersten Episode. Vielleicht habt ihr schon von der Mario Kart Custom Tracks gehört. Das sind simpel gesagt Strecken, die von Fans erstellt wurden und anschließend in ein bestehendes Mario Kart Spiel integriert wurden, damit es spielbar wird, und diese Strecken sind natürlich so im Originalspiel gar nicht vorhanden. Ich habe leider keine Ahnung von Programmieren und vom Modding, deshalb ist mir das nicht möglich, das Ganze umzusetzen, aber ein Konzept für eine Mario Kart Strecke zu entwerfen, das ist mir möglich, und mein erster Gedanke war, eine charakterbezogene Strecke zu machen. Ich habe mir also die Liste von Nintendo-Charaktern und daneben eine Liste aller Mario Kart-Strecken angeschaut und habe dann aber festgestellt, dass tatsächlich so ziemlich alle Hauptcharaktere von Nintendo sowie ein paar Nebencharaktere bereits mindestens eine Strecke haben. Ne? Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Bowser, Wario, Waluigi, Daisy, auch Nebencharaktere wie Boohoo, Koopa, Shy Guy und so weiter. Deswegen ist das ein bisschen schwer gefallen. Ich habe auch noch ein paar gefunden, aber da komme ich jetzt auf die Probleme. Diddy Kong zum Beispiel, da wüsste ich nicht, wie ich die von Donkey Kongs Strecke abheben kann. Bei Kirby kamen mir keine richtigen Ideen, vielleicht was mit Süßigkeiten, was mit Spielzeug, aber da gibt es auch schon entsprechende Strecken. Bei Splatoon gibt es bereits eine Custom-Strecke, die ich schon bei einem anderen Video gesehen habe, deswegen wäre das nichts wirklich Neues. Bei Zelda gibt es bereits eine Strecke in Mario Kart 8, die zwar allgemein zu Zelda ist und nicht zu einem speziellen Charakter, aber das war mir dann irgendwie auch zu blöd, weil ich da auch nicht wirklich wusste, wie ich das wieder abheben soll. Aber ich bin bei dem Zelda-Gedanken geblieben, und zwar dann weg vom Charakter-Gedanken, sondern bin dann noch rüber da zu einer Strecke, angelehnt an Sora's Domain aus The Legend of Zelda Breath of the Wild zu machen. Ja, falls ihr nicht wisst, wie das aussieht, hier ein paar Ausschnitte aus dem Spiel. Mein Konzept war ziemlich klar, ich wollte die Futures aus Mario Kart 8 nutzen und in den Streckenverlauf integrieren, also einen Unterwasserabschnitt, eine Flugpassage und natürlich das neu eingeführte Feature, die Anti-Gravity. Weiter geht es also mit dem Streckenverlauf. Sora's Domain besteht ja aus einem ja gläsernen bzw. kristallenen Gebilde mit Anbindung an Land, gebaut auf Wasser und in der Nähe zu einem Berg und einem Wasserfall. Deswegen auch einfach super passend für mein Konzept, kombiniert aus Wasser, Flug und Anti-Gravity. Und ich möchte dieses Gebilde herunterfahren, unter das Wasser, dann quasi wieder auftauchen, per Anti-Gravity den Wasserfall herauf. Dann müsste ich mir noch angucken, ich bin mir gerade aus dem Kopf nicht sicher, ob dort oben auf dem Berg auch so eine Art Fluss oder so ein kleiner See ist.
gibt es ja auch teilweise im Breath of the Wild, oder ob da einfach nur Gebirge ist, dann könnte man da entweder einfach nur auf dem Gebirge fahren oder auch da wieder im Wasser. Dann quasi so ein Rundgang, dann vom Berg wieder runterfliegen Richtung Land und dann wieder zurück auf das Gebirge hinauf. Dann hättest du quasi eine Runde, das Ganze dann klassisch mit drei Runden, wie es typischerweise ist bei den Mario Kart Strecken. So, in der Folge habe ich eine erste Skizze für eine Minimap der Strecke gemacht, die ich per Finger in einer Notiz-App auf meinem Handy gemacht habe. Die ist noch sehr unsauber, aber hoffentlich recht verständlich. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Und dann habe ich die ganze Map nochmal in Adobe Illustrator besser gemacht. Normalerweise sind in Mario Kart 8 bei den Minimaps nur die Landbereiche gekennzeichnet. Ich glaube auch die Anti-Gravity, also Flug und Unterwasser, da ist dann quasi einfach nichts. Da sieht man dann so, wenn da so eine Lücke zwischen diesen Streckenabschnitten ist, dann weißt du, das ist Flug oder Unterwasser. Ich habe trotzdem einfach mal grau hinterlegt, die ganz normalen Landabschnitte. Schwarz war Flug, Wasser blau und Anti-Gravity lila. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz in der kleinen Animation, wie das Ganze funktioniert. Hier geht es vom Start, gekennzeichnet durch den Querstrich und der, ja, einfach dem Zielding, über das Gebilde in eine lange Kurve, quasi einen Kreis, von dort wieder herunter aufs Land und folglich unter Wasser. Kurz vorher wird aufgetaucht, zu Anti-Gravity gewechselt und einfach dem Wasserfall hinauf, oben wieder zum normalen Modus zurück, dann wie gesagt entweder auf Land oder unter Wasser, je nachdem was da genau ist. Dann am Ende des Berges quasi die Flugpassage wieder nach unten, wieder aufs Land, nochmal eine große Rechtskurve, eine Linkskurve und wieder zum Start, das Ganze dann über drei Runden. Hier auch nochmal ein Bild, wie das Ganze auf der Karte von Zelda Breath of the Wild aussehen könnte. Da habt ihr dann auch mal die einzelnen Regionen und die genauen Namen des Berges, den ich meine, und des Wassergebietes, also dem See. Und hier noch eine Art Konzeptbild, wie es aussehen könnte, quasi sehr realistisch eben angelehnt an einfach genauso wie es in Zelda Breath of the Wild aussieht. Und dann würde mich mal interessieren, was ihr von der Idee halten würdet. Könntet ihr euch so eine Strecke in Mario Kart vorstellen? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne, was ihr von diesem Format haltet, ob euch diese erste Folge gefallen hat und ob ihr vielleicht auch Ideen für weitere Folgen hättet. Ich bedanke mich damit fürs Zuschauen und sage bis zu einem neuen Video.